Die Thomaskirche in Leipzig. Wirkungsstätte einer der großen Komponisten der Geschichte, Johann Sebastian Bach. 1750 ist er 65-jährig in Leipzig gestorben. In der Thomaskirche ist seine Grablege. Nicht von ungefähr war er doch seit 1723 Thomaskantor und schuf hier zahlreiche bedeutende Werke. Doch was wissen wir über den großen Komponisten und Musiker, dessen Stücke noch heute jeden Sonntag im Kirchenschiff erklingen und Gläubige in die Thomaskirche locken? Das Bild des Menschen hinter der zeitlos gültigen Musik ist immer noch sehr fragmentarisch. Ein neuer Forschungsansatzpunkt: Bachs ehemalige Schüler, die Thomaner. Noch heute erfreut der Chor die sonntäglichen Kirchgänger in Leipzig wie zu Bachs Zeiten. Begleitet werden die Thomaner traditionsgemäß von Musikern des Gewandhausorchesters. Beide Institutionen bürgen für musikalische Qualität. Bachs kirchenmusikalische Werke sind mittlerweile weltweit bekannt. Doch wie wurden sie zu seinen Lebzeiten aufgenommen? Wir wissen es nicht. Aussagen von Zeitgenossen darüber fehlen den Musikwissenschaftlern fast gänzlich. Und auch die Fakten zu dem Mann hinter der heute noch begeisternden Musik sind extrem spärlich. Rätselhaft ist der Mensch Johann Sebastian Bach bis heute. Deswegen wird seit vielen Jahren intensiv geforscht. Das Bach-Archiv vis-à-vis der Thomaskirche ist ein wichtiges Zentrum der internationalen Bach-Forschung. Der Direktor Peter Wollny ist ein Kenner der Originaldokumente, die es von Bach gibt. Bach-Forschung ist Teamarbeit. Michael Maul durchforstet alle ihm bekannten Archive, um auf neue Zeugnisse zu Leben und Wirken des großen Meisters zu stoßen. Andreas Glöckners Domäne im Bach-Archiv ist unter anderem die Aufführungspraxis. Wie wurde zu Bachs Lebzeiten musiziert und wie hat es geklungen? Manuel Bärwald hat über die Leipziger Konzertszene zu Bachs Zeiten promoviert. Ihn interessiert besonders, was sich außerhalb der Kirche abspielte. Das Forscherteam ergänzt der Doktorand Bernd Koska, der die Rolle von Bachs Thomanern unter den Kirchenmusikern Mitteldeutschlands untersucht. Gemeinsam verfolgen die Wissenschaftler des Bach-Archivs einen neuen methodischen Ansatz der Bach-Forschung. Seine Schüler sollen mit einer umfassenden Recherche unter die Lupe genommen werden. Was berichten die Thomaner über ihren Lehrer Bach? Finden sich in ihren Schriftstücken neue Hinweise zu seinem Leben? Eine wieder aufgetauchte Quelle gab dem Projekt neue Perspektiven. Ein Matrikelbuch der Thomasschule aus der Amtszeit von Johann Sebastian Bach. Auf diesen Seiten der Matrikel haben sich die Thomaner bei ihrer Aufnahme auf die Schule eigenhändig eingeschrieben. Die Forscher erfahren so alle Namen von Bachs Schülern in Leipzig. Das Forschungsfeld ist abgesteckt. Ein weites Feld. Bach war schließlich über 27 Jahre Thomaskantor. Der Blick der Wissenschaftler geht in zwei Richtungen. Zum einen suchen sie im Umfeld der Schüler schriftliche Hinweise auf bisher unbekannte Fakten im Leben des Komponisten. Sie untersuchen aber auch die Lebensläufe der Thomas-Schüler nach ihrer Schulzeit. Was wurde aus ihnen bei dem Lehrer? Mit dem dualen Forschungsansatz
versuchen Sie das Matrikelbuch als Wegweiser für neue biografische Details zu nutzen, neue Dokumente aus Bachs Hand zu finden und seine Zeit und den Zeitgeist zu rekonstruieren.